Die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen! In jeder Geschichtsbetrachtung, sagt Goethe, selbst einer diplomatisch vorgetragenen sieht man immer die Nation durchscheinen, wozu der Schreibende oder der Redende gehört. Wenn also ein Deutscher, über den ich zitiere, eine 100 Jahre alte Formulierung des deutschen Pfarrers Johannes Lepsius, Todesgang des armenischen Volkes spricht, wird die persönliche Betroffenheit zu spüren sein. Wie sehr ein Völkermord, geschehen im Namen des eigenen Volkes, der eigenen Nation, diese Nation belastet, wissen gerade wir nur zu gut. Der Verleger der Allgemeinen Wochenzeitung der Juden in Deutschland, Karl Marx, beschrieb im November 1952, wie er alleine mit dem damaligen ersten Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Theodor Heuss, nach dessen Rede zur Weihe des Gedächtnismales in Bergen-Belsen zu einem Gedenkstein ging, der von den überlebenden Juden unmittelbar nach der Befreiung errichtet wurde. Er schrieb: Wir mussten einen schmalen Pfad zwischen den Massengräbern passieren. Plötzlich verfärbte sich Heuss und stützte sich auf mich. Er brachte nur die Wörter hervor: schrecklich, schrecklich, und zitterte am ganzen Körper. Das war der erste Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. In Kenntnis dieses Schrecklichen kam Charles de Gaulle nach Deutschland und sagte bei seinem ersten Staatsbesuch 1962, ich grüße das große deutsche Volk, ja, das große deutsche Volk. Genauso sind auch wir bei der heutigen Erinnerung und dem heutigen Gedenken an den Völkermord an den Armeniern und anderen christlichen Minderheiten aufgerufen, etwas, auch wenn selbstverständlich, nochmals auszusprechen. Unsere Achtung vor dem bedeutenden Osmanischen Reich und unser Respekt vor dem großen türkischen Volk. Wir sind zuversichtlich, dass auch die türkische Regierung zunehmend verstehen wird, dass es unser nach dem Zweiten Weltkrieg gewachsenes europäisches Bewusstsein ist, dass man Opfern gedenkt, ohne damit andere in eine Schuldrolle drängen zu wollen. Wir kennen Albert Schweitzers kulturethische Lehre, Ehrfurcht vor dem Leben und Ehrfurcht vor dem Tode. In diesem Sinne und aus keinem anderen Grunde führen wir die heutige Aussprache. Es wird vielfach gesagt und es ist ungerecht und in gewisser Weise auch willkürlich, sich in diesem Zusammenhang nur mit dem Osmanischen Reich und nur mit den Armeniern zu beschäftigen. Ich nehme diese Fragen sehr ernst, denn es liegt ja nun über 100 Jahre zurück, worüber wir heute reden. In Abwandlung eines Satzes von Bundespräsident Gauck kann man darauf antworten, das Schicksal der Armenier stehe beispielhaft für die Geschichte der Massenvernichtung, der ethnischen Säuberungen, der Vertreibungen im 20. Jahrhundert. Mit den Pogromen an den Armeniern begann es im 20. Jahrhundert, Massenmord als legitime Antwort auf staatliche und gesellschaftliche Probleme zu sehen. Natürlich hatte das Osmanische Reich Probleme mit den Armeniern, das ist auch unbestritten. Das Schrecken darüber war so groß, dass selbst der als humanistisches Vorbild allseits anerkannte Reichstagsabgeordnete Friedrich Naumann die Massaker als eine Art Notwehr der Türken damals bezeichnete. Die Antwort des Osmanischen Reiches war aber die erste zahlreicher staatsterroristischer Aktionen, in denen Staatenlenker auf Massenmord und Völkermord setzten. Mit Stalins Sowjetunion und ihrem Massenmord an den Kulaken, dem Genozid an den Ukrainern und den innersowjetischen Säuberungsaktionen und vor allem mit der durch ihre bürokratisch-perfektionistische Durchführung unvergleichbare Vernichtungsaktion der Deutschen an den Juden, nahm das Fürchterliche seinen Verlauf. In ähnlichem Zusammenhang wie dem heutigen habe ich im Juli 2000
auf die innere Einheit von Erinnerung und Zukunft hingewiesen und damals gesagt, denn ohne Erinnerung und Übernahme der Verantwortung für das Geschehene kann es keine gedeihliche Zukunft geben, kein friedliches Miteinander unter Nachbarn. Das gilt auch für das heutige Miteinander von Türken und Armeniern. Und das ist in diesem Hause unser heutiges Anliegen, mit dem Blick der Wahrheit zurück zu schauen, um mit dem Blick des Friedens nach vorne schauen zu können. Albert Weiler hält nun das Wort für die CDU.